Good morning, this is Lumendex. We don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dames, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt in Solingen-Gräf oder aus Solingen-Gräfhardt verklagt und beschäftige mich deshalb mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Dazu lese ich das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale. Der erste Teil Patientenverfügung hat mir deutlich besser gefallen als der Teil Vorsorgevollmacht, was hier über das Thema In-sich-Geschäfte steht. Ist oft einfach falsch. In sich Geschäfte wird auch nicht so geschrieben wie im Gesetz. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass da einfach nur Kokolores steht. Ich möchte den Teil Vorsorgevollmacht hier vorne im Buch heute schließen und ich werde deshalb jetzt gleich das Kapitel Welche Besonderheiten gibt es noch? Vorlesen und da geht es um Bankenvollmacht und die digitale Welt und dann werde ich ein Interview vorlesen von einer mit einer Erbrechtsanwältin in Würselen. Das sind hier Seiten 40, 41 und eine letzte Frage des Interviews steht auf Seite 42 und dann schließt der Teil Vorsorgevollmacht vorne. Es gibt im Buch hinten Vollmachten zum Ausfüllen und Vereinbarungen zum Innenverhältnis zum Ausfüllen. Die werde ich mir jetzt erstmal nicht angucken, sondern ich werde mit dem Teil Vorsorgevollmacht in diesem Buch weitermachen. Das kostet 10er, es ist 3 Euro billiger als das andere. In sich Geschäfte schreiben die auch schon wieder falsch. Ich weiß jetzt schon, worüber ich mich aufrege. Da fange ich heute aber nicht mit an. Das reicht mir jetzt erstmal. So, ich muss da auch ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ich das zu schnell mache, dann kann ich mir das nicht merken. Ich bin schon alt. Welche Besonderheiten gibt es noch? Grundsätzlich müsste eine umfassende Vorsorgevollmacht Regelungen für alle Lebensbereiche treffen. In der Praxis gibt es aber trotzdem, trotz der rechtlichen Anerkennung einer Vollmacht, Lücken. Sie kommen deshalb nicht drum herum, weitere Vollmachten zu erstellen. Bankenvollmachten. Die meisten Banken weigern sich, Vorsorgevollmachten, Vorsorge in Klammern, anzuerkennen und verlangen gesonderte Vollmachten auf hauseigenen Formularen. Wer sich langjährige juristische Auseinandersetzungen über die Akzeptanz einer allgemeinen Vollmacht ersparen will, sollte dem Wunsch der Bank nachkommen und gesonderte Bankvollmachten erstellen. Diese Bankvollmachten müssen häufig auf den institutseigenen Formularen erstellt und im Beisein eines Bankangestellten unterschrieben werden. Bei Online-Banken kommt meistens das Postident-Verfahren zum Einsatz. Postident auch schon wieder mit so zwei komischen Bindestrichen. Naja. So. Kenne ich mich nicht mit aus, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, dass es sowas gibt.
Bankvollmachten können sehr unterschiedlich weit gefasst sein. Sie sind aber in der Regel umfassender als eine einfache Unterschriftsberechtigung für ein Konto, wie sie etwa bei Eheleuten üblich ist. Der genaue Umfang und die Bedingungen zur Anwendung der Vollmacht stehen oft nur im Kleingedruckten. Wer sicher gehen möchte, dass Angehörige über den Tod hinaus handlungsfähig sind. Wer sicher gehen möchte, dass Angehörige über den Tod hinaus handlungsfähig sind, kann eine entsprechende lange Laufzeit der Vollmacht festlegen. Dies bewahrt die Bevollmächtigten jedoch nicht vor eventuellen Streitigkeiten, wenn Erben ungerechtfertigte Ausgaben monieren und Schadensersatz fordern. Je nach Bank kann die praktische Anwendung der Vollmacht kompliziert werden, etwa wenn bei jeder Transaktion im Online-Banking erneut die Kontovollmacht nachgewiesen werden muss. Wer seinen Bevollmächtigten unnötigen Aufwand ersparen will, sollte testen, wie die Bankvollmacht tatsächlich funktioniert und sich bei Problemen nach einem anderen Finanzinstitut mit besseren Bedingungen umsehen. Aha. Digitale Welt. Immer mehr persönliche Angelegenheiten werden heutzutage über den Computer und das Internet erledigt. Bestellungen und Abos laufen über den Onlinehandel. Rechnungen kommen nicht mehr per Post, sondern per E-Mail. Film- und Fotodatenbanken sind in Clouds gespeichert. Je mehr solche Medien genutzt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bevollmächtigte ihre Aufgaben nicht umfassend wahrnehmen können, sofern nicht auch für das digitale Leben Vorsorge getroffen wurde. Okay. Dazu gibt es jetzt das Interview und es hat Überschrift. Wichtige Dokumente in der Cloud stellen Bevollmächtigte und Erben vor große Probleme. Und es gibt eine Erbrechtsanwältin aus Würselen, das ist die Stefanie. Und hier steht, es sei wichtig dafür zu sorgen, dass Bevollmächtigte oder Erben im Ernstfall an alle wichtigen Dokumente auf dem heimischen PC oder in der Cloud herankommen. So. Sie empfehlen dringend, in der Vorsorgevollmacht und im Testament auch die digitalen Angelegenheiten zu regeln. Warum? Antwort von Stefanie aus Würselen. Stellen Sie sich vor, Ihr Angehöriger kann sich nicht mehr um seine Angelegenheiten kümmern. Früher durchsuchte man seine Ordner im Aktenschrank oder den Schreibtisch, um fällige Rechnungen zu finden oder um Verträge zu kündigen. Heute sind viele Dokumente digital. Handyvertrag und Rechnungen liegen irgendwo auf dem Computer oder in der Cloud. Die Online-Zeitung muss gekündigt werden. Digital abgeschlossene Geschäfte müssen weitergeführt oder abgewickelt werden. Dafür ist der Bevollmächtigte zuständig. Im Todesfall die Erben. Diese Personen müssen aber erstmal wissen, wo welche Informationen liegen und wo der Angehörige aktiv war. Blogs, Facebook, irgendwelche anderen Portale. Dann benötigen Sie die Passwörter. Wie sollte man die Passwörter hinterlegen? Antwort von Stefanie aus Würselen. Auf keinen Fall dürfen Sie ins Testament oder in die Vorsorgevollmacht aufgenommen werden. Die Vorsorgevollmacht muss dem Rechtsverkehr vorgelegt werden.
Dritte bekämen, aha, die Vorsorgevollmacht muss dem Rechtsverkehr vorgelegen. Ich würde da hinschreiben, die Vorsorgevollmacht muss im Rechtsverkehr oder muss zum Rechtsverkehr vorgelegt werden, aber muss dem Rechtsverkehr vorgelegt werden. Stefanie, ich halte das nicht für gutes Deutsch. Dritte bekämen also alle Passwörter zu Gesicht. Und ein Testament wird eröffnet und den gesetzlichen Erben zugänglich gemacht. Idealerweise hält man auf einer Liste fest, wo man im Internet aktiv ist, im Internet mit welchem Passwort aktiv ist. Die Liste muss man aber stets aktuell halten. Ich mache das schon deshalb, weil ich mir sonst nicht alle Passwörter merken kann. Ich schreibe sie in eine Datei auf dem Computer. Ich würde das nicht empfehlen, ich würde mir die handschriftlich notieren. Aber wer kann heutzutage schon noch mit der Hand schreiben? So, das Dokument ist mit einem Masterpasswort geschützt und auf einem Stick gespeichert. Dadurch kann es nicht so leicht gehackt werden. Ich muss dem Bevollmächtigten oder den Erben dann nur sagen, wo sie das Dokument und den Stick finden und wie das Masterpasswort lautet. Das ist Vertrauenssache. Nächste Frage an Stefanie aus Würselen. So, reicht das aus, damit Sie meine digitalen Angelegenheiten regeln können? Antwort von Stefanie aus Würselen. Nein, es ist wichtig, auch eine entsprechende Formulierung in die Vorsorgevollmacht aufzunehmen. Zum Beispiel, die Generalvorsorgevollmacht ermächtigt insbesondere auch dazu, meine digitalen Angelegenheiten zu regeln, insbesondere zum Zugriff auf alle Passwörter, Verträge, E-Mails, andere Konten und Daten sowie zur Geltung machen von entsprechenden Auskunftsansprüchen gegenüber den Anbietern. Diesbezüglich befreie ich die Provider vom Telekommunikationsgeheimnis und sonstigen Geheimhaltungspflichten. So, ich würde das vielleicht nicht in die Vorsorgevollmacht schreiben, sondern ins Testament. Aber egal. Ich unterstreiche mal die Formulierung. So. Und warum das eine Generalvorsorgevollmacht ist, ist mir auch gerade nicht klar. Ich dachte, es geht um Vorsorgevollmacht. Ich meine, es klingt auch irgendwie schneidig und nach Uniform. Stefanie, so. Das ist wichtig für Provider, die große Angst haben, etwas falsch zu machen und Ärger zu bekommen. Mit einer solchen Formulierung kooperieren sie eher. Aha. Komischer Satz. Naja. Sinnvoll ist es sicherlich auch, die Angebote von manchen Anbietern anzunehmen, dass bei denen man bestimmen kann, was nach welcher Inaktivitätszeit eines Accounts passieren kann und welche Person zuständig sein soll. Solche Möglichkeiten eröffnen zum Beispiel Google beim sogenannten Inaktivitätsmanager, den kenne ich gar nicht. Ich gucke mir den mal an. Unterstreiche das mal. Mach da eine Brille dran.
Wenn ich mir den Google Aktivitätsmanager angucke und hier dran denke, dann werde ich davon berichten. So. Was sollte im Testament stehen? Im Testament ist diese Klarstellung eigentlich nicht notwendig, aber auch hier gilt, je mehr sich die Provider wiederfinden, desto eher helfen sie weiter. Außerdem kann man einen Testamentsvollstrecker für den digitalen Nachlass bestimmen. Am besten jemand, der sich damit auskennt. Und man kann ordnen, was mit den digitalen Inhalten passieren soll. Soll der Facebook-Account gelöscht werden oder in den Gedenkstatus versetzt werden? Soll jemand den Blog weiterführen? Ein Blog kann ja heutzutage ein Vermögenswert sein, den man gerne an jemand anderen vererbt. Im Zweifel sollte man sich bezüglich der genauen Formulierung fachkundigen Rat holen. Zum Beispiel bei Stephanie aus Würselen, und die schreibt dann eine dicke Rechnung. So, das war's mit Vorsorgevollmacht im Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale. Ich schließe mit Werbung für Stephanie aus Würselen auf Kosten des Landes NRW. Morgen mache ich hier mit Vorsorgevollmacht weiter. Ein weiteres Buch für 10 Euro, 9,90 Euro der Verbraucherzentrale NRW ohne Stephanie aus Würselen und die Werbung. Tschüss.